Ich meine, hallo Putin, wenn es echt nur... Echt hallo nur, Putin. Wenn du das nehme ich als Intro. Wenn du zuhörst. Hallo Putin. Zwei Nächte lang durch die Schreibung gelesen. Ja. Gut. Aber sehr geil. Ja, okay. Mhm. Was ja auch sehr geil ist. Dieser besonders schnelle Podcast. Also Leute, ja, saftiges Aloha von der Datenhauptbahn. Wir sind Tinko, Rinko, Minko und nochmal Minko. Scheiße. Minko 2. Hallo, na? Ja, heute ist der Blitz-Podcast. Ihr hört es auch schon an den Störgeräuschen, dass wir heute besonders professionell sind. Heute geht es sehr flott in diesem Podcast. Es ist kein Flottcast, es ist ein Blitzcast. Ja, okay. Also 20, 30 Minuten werdet ihr ertragen müssen. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin halt richtig irgendwie... Also ich fühle mich gar nicht so krank. Ich war wohl ein bisschen angeschlagen oder bin es halt auch immer noch so ein bisschen, aber habe dann im Stream so ein bisschen gesungen und gekrölt und seitdem ist richtig scheiße. Hat sich gelohnt. Deine ZuschauerInnen bei Twitch haben sich gefreut dafür. Ja, und deswegen haben wir ja auch noch ein bisschen Verstärkung da. Wir haben Marlene und Mio mitgebracht, beziehungsweise haben die sich ein bisschen selber mitgebracht. Ich war einfach nur da. Haben dich überfallen quasi. Sie wollten eine Ruhe haben, war in der Badewanne. Dann sind wir zu dritt hier reingestürmt und sagen, jetzt Podcast, ganz schnell. Ja. Haben keine Zeit, müssen danach wieder direkt los. Jetzt haben wir halt die erste Hälfte des schnellen Podcasts quasi schon mit Gelaber verschwendet. Ja, Aloha aus der Datenautobahn. Und ja, so, ne? Die Themen. Also, ganz, ganz frisch, ja, KIZ. Hast du gehört? Nee. Höre ich auch nicht, nicht meine Musik. Also doch, ich mag die gerne. Dann nächstes aber Thema. Ich dachte, die News habe ich nicht gehört. Haben die was gemacht, was schlimm ist? Ja, die haben nämlich Marlene auf ihrem Konzert nicht gewunken. Das stimmt, ja. Schweine. Ja. Ich höre die jetzt nie wieder. Mhm. Ja. Du warst in München, oder? Ja, auf Konzert. München, im Zenit. Ja, und in diesem Zenit haben sie nämlich auch mit Menosmos ein kleines Lied veröffentlicht übers Oktoberfest. Mhm, haben dann auf YouTube das Video dazu rausgehauen, wo man sehr, sehr minimal zensiert irgendwelche Schwänze und sowas sieht. Ach cool. Und dann, oh Wunder, das Video wurde gelöscht und der YouTube-Kanal wurde gesperrt. Also klüger waren da ja damals, wie heißen sie, Trailer Park, die hatten damals eine Ab-18-Tour. Da haben sie auch auf der Bühne alle gevögelt, so welche Pornodarstellerinnen und so. Und die haben es dann auf so Porno-Plattformen hochgeladen. Das war viel smarter. Oder eine andere Band, die ich kenne, haben auch Pornos hochgeladen, aber zensiert. Ja, die von KIZ sind halt nicht so klug. Eigentlich schon, aber vielleicht wollten sie auch provozieren und dachten, das reicht ja aus mit einer kurzen... Ja, ich glaube, das war eingerechnet, oder? Aber die haben das auch auf Telegram dann hochgeladen. Das sieht ja nochmal. Ich würde es gerne sehen. Ich hab's wieder dabei. Geil. Echt geil. Ich hab, aber das ist heiße Ware hier. Aber ich muss sagen, den Song an sich finde ich ziemlich schwach. So. Also klar, hat ein paar Momente in dem Text, aber da ist halt fast kein Instrumental dahinter. Das ist irgendwie komisch. So sehr minimal gehalten. Und dann, ja. Kennt ihr von früher noch, so, als man sich über Handy so Bluetooth-Musik geschickt hat? Ja. Nennt mal jetzt einen Song, den ihr so per Bluetooth geschickt habt. Einen Song, den ihr verschickt habt per Bluetooth. Ich kann sagen, Jennifer Rostock mit Kopf oder Zahl habe ich der halben Schule geschickt damals. Habe ich auch meiner halben Klasse geschickt, aber das war weit nach dem ersten. Der allererste Song, den ich empfangen habe per Bluetooth, war Dani Sahne von Danone. Oh, geil, davon kriege ich nie genug. Oh, ganz vergessen, den Jingle. Ja, geil. Das war halt damals irgendwie so ein, weiß ich nicht, die Handys haben halt nicht so Fassungsvermögen gehabt, da passte so ein 20 Sekunden Jingle drauf. Stimmt. Und der lief immer im Bus rauf und runter, Alter. Der Busfahrer müsste uns erschossen haben eigentlich. Kennen Sie diesen Schokolade-Song? Schoko-Schokolade aus Schweizer Schokolade. Schoko-Schokolecker. Nee, das ist wieder so ein Fringe-Interesse, was keiner außer dir hat, Alter. Wahrscheinlich. Den ganzen Tag nur Jingles. Ja. Ist echt so auch so Kinderserien, so Brumm, Brumm, alles richtig geile Brumm, Brumm, ist das eine Serie? Ja, so ein Auto. Brumm, Brumm, vollen Fahrt, Gangsterjäger, Überflieger, Brumm, Brumm. Übelst geil. Hört mal rein, Leute. Okay. Hast du einen? Das ist für die Playlist. Ein Bluetooth? Ich glaube, sowas wie Flowrider oder so. Mhm. Ride Round hieß das, glaube ich. Ja. Ja. Hast du einen Bluetooth-Song oder bist du zu jung dafür? Nee, ich stamme aus diesem Jahrtausend. Dementsprechend ist es nicht... Bluetooth ist veraltet. Also ich glaube, ich habe vielleicht mal ein Bild verschickt. Die haben jetzt schon Red Tooth. Die sind schon weiter. Ja, stimmt. Und dann gab es auch die Infrarot hatten. Mhm. Das waren immer die richtigen Lupen. Ich auch. Also auch mein letztes Handy war auch mit Infrarot. Da habe ich auch mal ein Bild geschickt an einen Kumpel damals. Das dauert ewig. Ja. Damals noch Pokémon zu verschicken mit dem Gameboy. Hammer. Linkkabel hatte ich damals noch. Also ja, also mit DS und so. Da habe ich dann so drahtlos und so. Siehst du? Drahtlos. Wow, WLAN quasi. Ja, aber also man musste halt irgendwie wirklich... Also
so auf einen Millimeter Abstand sitzen, ja, damit es irgendwie flüssig läuft. Wenn nicht mehr flüssig läuft, ist Coolio. Da hast du nur drauf gewartet jetzt. Ne? Ja, ein bisschen. Ja, gerne was stehen. Umso flüssiger läuft, ist der Rohrreiniger im Mupa, aber dazu später mehr. Oh, stimmt, stimmt, krass. Mhm. Mhm. Oh, gar nicht. Aber ja. Coolio ist jetzt nicht mehr ganz so, doch, der ist jetzt richtig Coolio im Leichenschauhaus. Aber richtig kalt, ja. Ja. Das ist der Sänger, oder der Rapper, der Gangsta's Paradise veröffentlicht hat, also ein Riesenstar aus den 90ern. Und war gar nicht so alt, ne? 59, glaube ich, ist er geworden, also sehr jung, vergleichsweise jung. Für einen Rapper ist das ja Steinzeit. Ist ja, ja klar, schon, also ja. Wenn du 18 nicht tot bist, bist du ja kein Rapper mehr, du bist ja schon ein Popsänger wahrscheinlich, keine Ahnung. Okay. Schade, aber was kannst du einen Song nennen außer Gangsta's Paradise? Ja, da geht doch die Mundwinkel nach unten. Doch, ich habe mal noch einen Song gehört, nur aus Interesse, aber hat mir nicht gefallen. Okay. Also kein Verlust, Tino 2022. Aber ich mache aus Absicht nachher in die Playlist einen Coolio-Song rein, der nicht Gangsta's Paradise ist. Aber okay, warum nicht Brumm Brumm? Also darf ich Brumm Brumm hinzufügen? Ist nicht bei Spotify. Ich hab's gecheckt. Shit. Ich glaube, ich gebe meinen Song dieses Mal ab an Marlene. Ich halte mich zurück. Wir haben doch alle Songs. Sollen wir alle Songs reinmachen? Ja, aber also... Oder hast du keinen heute? Ist auch okay. Ja, also gerade wüsste ich keinen, aber ich mache das ja eh immer. Du sagst mir ein Genre und dann... Shakira vielleicht. Kannst du einen Shakira-Song reintun? Oh ja. Denn ihr droht Gefängnis, weil sie Steuern hinterzogen haben soll. Die... Aber Moment, das ist doch keine neue News. Die war doch schon bei den Paradise Papers mit drin. Ja, aber jetzt ist sie wohl vor Gericht. Also ich habe es jetzt erst gelesen und es ist gerade der Prozess losgeht so richtig. Na gut. Shakira. Weißt du, da geht die nach Afrika, macht ihr Waka Waka und das ganze Geld schleppt sie mit heim und verscheuert das nicht mal, die Sau. Frechheit. Wenn ich jetzt... Also ich würde fast ihr Album von damals, das erste Album, was ich mir je gekauft habe, wieder zurückgeben wollen. Wie hieß das? Das ist Laundry Service. Das war letztens eine Frage bei irgendeinem Quiz, was wir geschaut haben. Nein, das war, wir haben Jackbox gespielt und da habe ich. Ach, da war's. Ja. Okay, da war's. Okay. Irgendwo war's so ein Quiz. Da war ich, glaube ich, gerade nicht da. Das gut möglich, ja. Ich hätte das, glaube ich, verkackt. Hast du Theater Laundry gespielt? Laundry Service, stimmt. Alter, so schön. So schön. Was nicht so schön ist, ist Rohrreiniger trinken, wie wir bereits erwähnt haben. Im MUPA, im Musikpark Erfurt. Das ist ein. Ja. Ein Club. Etablissement, eine Disco in dem quasi. In der Regel sehr junge Menschen tanzen gehen oder so tun, als ob, oder sich aneinander reiben. Ein Club, in den ich auch schon mal nicht reingekommen bin, weil ich hatte, es war keine Jogginghose, es war einfach so eine kurze Man muss, es gibt einen Dresscode für den Das ist halt wieder Looper. So ein, wir sind super exklusiv. Es ist Schwachsinn. Okay. Bei Fußball gibt es auch einen Dresscode. Ja, okay. Touché. Wir haben es dann so gemacht, dass Franz vorgegangen ist, hat auf dem Klo seine Hose ausgezogen. Die Hose haben sie uns rausgebracht, die habe ich dann angezogen. Währenddessen hat aber die Putzfrau bei Franz ans Klo geklopft. Jetzt mach doch mal hin, du bist jetzt hier schon ewig drin. Ich will hier sauber machen. Und er sitzt da halt ohne Hose. Richtig gut. Aber ich bin reingekommen. Und in eben jenem Alles Paar verjährt. Haben 5 Leute Rohrreiniger getrunken. Und wie es ursprünglich in Social Media Nachrichten hieß, hat irgendein Ausländer heimlich die Getränke damit gepitcht. Ja, wer sonst? Ja, so, und das hat auch MCM geteilt, hat dann dazu gesagt, da trete ich nicht auf, weil eigentlich gestern... Ach schade, das ist echt ein Verlust für Mupa. Ja, vor allem finanziell einfach. Ja, könnte ich machen. Gestern, wenn ihr das hört, hätte MCM einen Auftritt haben sollen im Mupa. Ah, deswegen abgesagt, so. Weil da Ausländer rum sind. Genau, weil da er will keinen Rohrreiniger trinken, deswegen geht er da nicht hin. Muss ja keinen bestellen, kann einfach eine Mate trinken. Die Leute, die immer Rohrreiniger an der Bar bestellen, die sind so dumm. Selbst schuld. Nee, es war ja, augenscheinlich war es ja noch dieser Ausländer, der das irgendwo, so hieß es, per Social Media, stellt sich raus. Es waren einfach 5 Boys, die das geklaut haben und gedacht haben, es ist ein harter Kräuterlikör. Und haben das halt einfach weggetrunken und es brennt so schön im Hals, weißt du? Mhm. Und sind dann mit verätzter Scheiße ins Krankenhaus gekommen. Das ist schlecht, das ist richtig schlecht. Also ich weiß nicht. Also das war ich Instant Karma auf jeden Fall. Also ich finde, also Kräuterlikörflaschen sehen immer besser aus, als Kräuterlikör schmeckt. Aber bei Chlorix oder so einem Scheiß, also da denkt sich doch niemand, richtig geile Idee jetzt. Aber die waren wahrscheinlich schon so voll, die haben das gar nicht mehr gemerkt. Oh, das kickt gut. Kennt ihr diese großen, auf Wiedersehen, diese großen PET-Flaschen, wo eigentlich so Wasser, Autowasser drin ist.
was so aussieht wie so, ja, so das hatte Limonade. Ich auch mal. Das hatte ich ja bei der Gamescom. Ich dachte, dass es Limonade wäre, aber es ist eigentlich nur so... Du meinst so Scheibenwischwasser. Scheibenwischwasser, genau. Aber ja, da das ist ja eigentlich noch so eine Kindersicherung drauf. Das müsste man ja auch... Ja, das hält Kino nicht auf. Ich krieg die auf. Die einfach. Aber also... Jungs, dauert ein bisschen, aber es geht. Vielleicht war es schon angebrochen oder keine Ahnung. Aber wo... Aber das stand das irgendwo im Mupa? Das stand hinter der Bar irgendwie. Also war die haben es halt geklaut. Also hat es wahrscheinlich die böse Putzfrau da liegen lassen. Wahrscheinlich, die ist doch von sauer. Franz damals auf der Toilette. Ja. Vielleicht wegen Franz. Weil sie damals dann irgendwie zurückgegangen ist zur Bar, um das Chlorix abzustellen. Ja. Und ihr einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Das steht jetzt seit, weiß ich nicht, wie viele Jahre ist es ja? Einige. Sehr lange. Ja. Einfach dort. In, also in den 80ern irgendwann. Ja. Richtig Final Destination-Moment. Auf jeden Fall. Ja. Aber Instant Karma, oder? Klaust da was und dann... Was dachten sich übrigens auch Leute auf TikTok, denn gab es was Ähnliches, nämlich eine Hustensaft-Huhn-Challenge gab es wohl. Ich habe jetzt den richtigen Namen nicht... Was? Hustensaft-Huhn? Hustensaft-Huhn. Weil ich mein, Huhn? Ja, Hühnchen. Bock, bock, bock. Die haben, Huhn. Die haben Hühnchen gekocht mit Hustensaft. Ach so. Aber wie heißt denn die richtig? Ist das eine Delikatesse, ja? Genau, Huhn Hustensaft kochen. Das ist ein TikTok-Challenge aber gewesen. Das ist nicht gut, Leute. Es ist so absurd. Dann muss ich den Herd wieder ausmachen. Genau, unappetitlich, gefährlich und viral. Besser und kürzer könnte man den momentanen TikTok-Trend nicht beschreiben. Ja. Huhn gekocht in Hustensaft. Sieht doch richtig schön blau aus hier. Also so eine Pfanne mit Hühnchenfleisch und dann das Hustensaft gekocht. Das ist so ein spezifisches Ding. Ich frage mich, wie konnte das zu einem Trend werden? Es wird alles zum Trend bei TikTok. Ja. So richtig viral ist das ja nicht. Weil es ja es war ein Scherz. Ja. Es war ein Scherz auf 4chan. Und es wurde, dann, wurde aber dann halt echt umgesetzt von einigen Leuten und da wird halt gewarnt. Das ist halt nicht gut gesund. Das ist so. 4chan hat ja auch schon dafür gesorgt, dass Justin Bieber-Fans sich aufschneiden. Also immer gut. Kennen Sie nicht dieses Cut for Böhm hier? Habe ich ja nur gemacht, weil es vorher Cut for Bieber gab. Ach, daher kam das. Ach ja. So. Oh. Cut for Bieber war halt 4chan, haben Leute so getan, als würden sich ritzen für Justin Bieber, weil der gerade in der Kritik war. Und dann haben die ganzen kleinen Kinder sich auch geritzt als Zeichen der Solidarität. Das ist aber nett. Ja, ganz toll. So, HBO hat einen Trailer rausgehauen, The Last of Us. Geil, oder Tino? Mhm. Hast du noch nicht gesehen? Habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen. Als Serie. Ja, und krass. HBO ist eigentlich verlässlich, was Qualität angeht. Mhm. Und Spiele, die zu Filmen oder Serien werden, haben ja einen sehr, sehr schlechten Ruf, wie Tino auch weiß. Ja, ja. Absolut. Und das könnte jetzt quasi das beste jemals verfilmte Videospiel sein. Spiele, die zu Serien werden. Beides, also Serien oder Filme. Aber war nicht zum Beispiel Witcher ziemlich gut und Arcane auch? Also das wären jetzt so zwei positive Beispiele. Okay, Arcane mir weiß ich gar nicht. Habe ich auch nicht geschaut, aber Witcher, soll sehr gut sein. Witcher soll das auch sehr gut sein. Also so Leute meinten Witcher ist gut. Würde ich auch sagen, gut. Gut. Aber Mortal Kombat zum Beispiel ist nicht gut. Nicht gut. Gab es nicht auch mal in den Film oder eine bad Serie über Street Fighter oder so? Ja, gibt's alles. Mhm. Genau, also ich fand den Teaser ganz geil. Ich fühle halt, also Oberyn Martell von Game of Thrones, kennst du? Das ist halt Joel, falls du nicht wusstest. Der passte richtig gut. Oberyn Martell kennst du auch. Ja, stimmt. Ihr habt es ja auch geguckt. Das ist Joel. Und die... Aber mit Augen. Mit Augen, genau. Spoiler. Aber die kleine Lyanna Mormont. Oh, geil. Die spielt Ellie. Oh, ja. Und die finde ich aber, die passt halt in die Rolle nicht so ein. Ja, da wäre ja hier Dings am besten gewesen. Wer jetzt? Arya. Nee, ach, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Schwierig. Da, wo die auch den Charakter abgeguckt haben quasi. Ach so, ja, das ist tatsächlich doppelt schwierig, weil das ist jetzt mittlerweile ein Mann. Ja. Ich weiß nicht, ob die Rolle noch so spielen, aber die ist ja auch, also... Ah, es gibt eine Transperson. Es geht um Ellen... Elliot Page. Ich muss gerade überlegen, ja. Elliot Page. Aber ich glaube, Elliot Page ist auch mittlerweile ein bisschen zu alt. Ja, stimmt. Also ist ja auch also jenseits von 30, glaube ich. Aber gewesen damals, ja. Früher. Aber Elliot Page hat ja auch geklagt damals, ich glaube nicht... Ach so, die wollten das gar nicht. Nee, auf keinen Fall. Ja, schwierig. Wie war es bei Elliot Page nicht? Na... Also Ellie in dem Spiel sieht halt sehr aus wie damals Elliot Page in jungen Jahren. Vor der Transition. Mhm. Genau. Ach so. Und okay. Hat dann aber geklagt, weil zeitgleich war der in Beyond Two Souls. Das liegt da. Mhm. Sieht man. Genau. So.
das sieht man halt. Und die sehen sich halt wirklich sehr, selbst auf diesem Bild sehen die sich sehr ähnlich. Ach, wusste ich gar nicht. Und deswegen wurde da geklagt. Und die haben auch jetzt... Beyond Two Souls, war ein richtig geiles Spiel. Die haben jetzt ein Remaster gemacht von dem ersten Teil von The Last of Us und da haben die auch die Ellie ein bisschen anders gestaltet, damit die ein bisschen weniger so aussieht. Verstehe. Ja. Das finde ich spannend. Genau, und ich bin vor allem gespannt auf diese Serie. Vor allem ist es nicht so, ja, wir machen hier Open End, das ist, glaube ich, 2 Staffeln und dann ist gut. Auch mal gut. Wird es halt nicht so, weißt du. Also ich habe Bock, hat auch das Internet gesprengt, nicht aber so sehr wie die Ankündigung zum Deadpool 3. Ja, ja. Habe ich ein Bild gesehen. Ein Bild gesehen. Ein Bild, aber es gibt mehr als ein Bild. Es gab nämlich 2 sehr, sehr, sehr virale Videos. Und zwar hat ja Hugh Jackman, falls ihr den kennt, ja, klar. Der hat ja immer den Wolverine gespielt. Ja. Weißt du das wirklich, Tino? Wirklich. Okay. Auf dem Bild war auch Wolverine zu sehen. Ja, ja, okay. Deadpool hält. Ich finde Hugh Jackman ganz cool, ich mag den. Ja, und der hat 17 Jahre lang Wolverine gespielt. Und geht nicht mehr, ne? Ich glaub, ist mit Logan in den Ruhestand gegangen, der Film ist auch schon wieder 4, 5 Jahre alt. Und kommt für Deadpool 3 wieder. Und das hätte keiner gedacht. Weil es war wirklich so, ey, die Rolle ist durch für mich. Mhm. Aber es gibt halt so ein Video, wie dann Ryan Reynolds vorne sitzt und sagt, ey, yo, ich habe keine Ideen für den nächsten Film. Aber ey, Hugh, willst du vielleicht nochmal Wolverine machen? Ja, klar. So, aber zack, doch das Geld, 10 Millionen bestimmt Aufrufe. Haben vielleicht, ne? Wahrscheinlich. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, die haben, erzähle ich gleich, haben noch ein zweites Video dazu gehauen. Ich glaube, die trollen. Also ich könnte mir auch echt vorstellen, dass er halt im Film ist, aber nur so eine Minute und dann halt weg. Das wäre halt richtig insane Troll-Move. Nur fürs Intro oder so. Oder nur fürs Outro. Ja. Kann ja auch sein. Die haben dann noch ein zweites Video nachgeschickt, nicht mal 24 Stunden später, wie es so heißt. Ja, also ihr seid jetzt verwirrt, weil Logan ist ja eigentlich gestorben und so. Wie kommt jetzt der wieder? Spoiler. Ja, der Film ist 5 Jahre alt. Wir hatten heute schon Spoiler, das ist okay. Ja, Spoiler-Podcast. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Und dann kommt halt, ja, wie geht das? Jitterbug. Wie heißt der Song? Oh, Moment to my heart. Wake me up. Genau, Wake me up before you go. Mega Banger. Und der kommt halt, während die halt alles erklären. Du verstehst natürlich nichts. Also die trollen 100% rein so. Und die wissen genau, was sie machen. Die Leute feiern es, aber sind natürlich auch ein bisschen angepisst. Großartig. Ich muss sagen, das größere Comeback der Woche war Horst Schlemmer. Okay. Harry Kerkeling ist zurück als Horst Schlemmer für einen Werbespot. Ich weiß gar nicht mehr, wofür. Weiß Bescheid, Schätzelein. Weil er hat wohl die Kunstfigur begraben und jetzt kam er zurück spontan für irgendeinen Werbeclip, keine Ahnung. War ein bisschen enttäuschend, okay. Weil ich dachte mir... Also Horst Schlemmer würde ich auch viel lieber im nächsten Deadpool sehen. Also. Ohne Spaß, ich auch. Ich muss sagen, ohne Spaß, Deadpool mit Horst Schlemmer wäre großartig. Wäre riesig. Würde ich mir angucken. Vielleicht so als Nachrichtensprecher oder so. Ja. Das wäre ganz cool. Oder so als Korrespondent, der so richtig, richtig schlechtes Englisch redet. Dann gab es noch eine weitere Aktion, die noch viraler gegangen ist. Und zwar ein Alex Jones Interview. Und das ist so bizarr. Das ist dieser Verschwörungstheoretiker. Genau, dieser richtig harte, der auch vor 10 Jahren gesagt hat, hier dieses Sandy Hook Ding, wo die Kinder erschossen wurden, das hat nicht stattgefunden. Stimmt. Woraufhin die ganzen Eltern übelst belagert wurden und so von seinen fanatischen Leuten da. Und kennst vielleicht diesen Channel 5? Also mittlerweile heißt er so Andrew, ich weiß gar nicht, wie der vorher hieß. No Gas, No Breaks. Der hat halt immer schon sehr unkonventionelle Interviews gemacht, die Leute immer sprechen lässt und er selber sagt fast gar nichts, aber er ist halt immer zu den weirdesten Veranstaltungen hin. Und jetzt hat er halt, der hat auch schon, was war denn neulich, hat er nicht auch irgendwie einen Präsidenten oder, nee, Trump hatte der nicht, aber irgendwen hat er doch, oder war das Trump? Der hatte irgendein Interview, wo ich dachte, Alter, wie ist der denn an den rangekommen? Ach genau, dieser Schamane, wo die da reingestürmt sind, den hat er halt auch interviewt. Also nur die krassesten Weirdos so. Und jetzt Alex Jones. Da passt er gut rein. Ja, und er sitzt halt wirklich da und sagt gar nichts. Und Alex Jones labert sich da richtig einen Wolf und sagt, ja, I killed the children. So, er geht halt übelst in die Opferrolle, weil er wird kritisiert, weil er das irgendwie geleugnet hat. Und jetzt so, nee, ich hab die getötet, ich hab die alle getötet. So. Und steigert sich da so rein. Das ist so absurd, Alter. Ja, also weiß nicht, der muss ja auch ganz viel Geld zahlen dafür, dass er es geleugnet hat, ne? Er sagt, immer er so dumm Geld. Sein kann. Ja, sicher hat er kein es Geld. Es ist richtig, richtig absurd, Alter. Wir müssen noch reden über die Aktion der Woche. Und zwar wurde Nord Stream 2 endlich geöffnet. Ja.
Aber leider von der falschen Seite, von innen. Gut, dass du das aufgeschrieben hast. Ja, ja. Ich hab's vergessen. Ja, genau. Und zwar gab es offensichtlich Anschläge auf Nord Stream 1 und 2. Und da wurden jetzt wohl 4 große Lecks gefunden. Und ganz viel Öl läuft aus. Wurde da auch Öl ganz gefunden bei diesen Pipelines? Da müssen es die Amis gewesen sein, ne? Da wurde Öl gefunden, ja. Ich glaube auch. Und die Welt rätselt noch, wer schuld ist. Die einen sagen, es waren die Russen selber. Ich glaube, es war Robert Habeck. Natürlich, um Zwietracht zu säen in Europa. Andere sagen, es waren die Amerikaner, weil es Biden wohl angekündigt hatte schon mal. Und weil, wenn... Biden hatte angekündigt, dass er die Leitung zerschießen will. Naja, dass er sich darum kümmert wird, dass Nord Stream 2 irgendwie nicht mehr funktioniert oder dass es nicht mehr laufen wird. Und eins auch nicht. Und tja, war das persönlich. Dadurch werden wir quasi abhängig vom amerikanischen Fracking und so weiter. Hat auch seinen Sinn. Oder es gibt noch Theorien, dass es irgendwie anders gewesen ist, von außen. Aber es war ja, also das, was ich gelesen hatte, muss es ja wirklich Leute sein, die genau wissen, was sie tun, weil das ja in 70 Metern Tiefe liegt und man da auf jeden Fall sehr, sehr ausgebildete Sporttaucher braucht, weil... einfach mit dem Schnorchel. Ehrlich gesagt, also... Schnorchel und Böller. Nicht so. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass es nicht mit einer normalen Pressluftflasche geht, sondern schon eher... einem anderen Gemisch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mentos und Cola zum Beispiel. Ungefähr, ja, das ballert immer ziemlich gut. Wir haben die guten Ideen hier, ey. Heuert uns doch an, wenn ihr ein Land in die Knie zwingen wollt, fragt doch uns. Der Terror-Podcast. Ja, sehr gut. Ja, da wurde ja auch von Seiten Russlands jetzt irgendwie annektiert. Hier, die haben doch so ein paar... Es gab ja ganz freie Wahlen quasi in der Ostukraine. Und die haben natürlich überraschenderweise zu fast 100% dafür gestimmt, Teil Russlands zu werden. Und jetzt hat Putin dann annektiert offiziell. Es gab Unterschriften und Urkunden und jetzt gehört es quasi ihm. Für sich zumindest. Aber der Rest der Welt hat schon gesagt, die werden das nie anerkennen, was er da unterschrieben hat. Ja, also es ist nur der Anfang. Hey. Und das Ding ist, dass hier... Ja? Ja, das war doch eine lupenreine demokratische Abschiedung. Absolut, wie zu DDR-Zeiten auch schon. War ja ganz genau so. Das wollte ich jetzt sagen. Und dass es halt noch weitergehen wird. Und auch spannend, ich habe mich jetzt mit jemandem unterhalten, der sich mit zu Kriegsführung ein bisschen besser auskennt. Und der sagt mir... War das ein Österreicher? Fängt mit A an, okay, der Vorname. Aber mehr sage ich jetzt nicht. Und der sagte halt, dass es den Russen wohl echt richtig schlecht geht im Krieg gerade. Dass sie sich echt dachten, es wird ein Kinderschlecken oder ein Pferdekonzert. Die sind da mit Luftballons in die Ukraine eingezogen und dachten, juhu. Aber die haben zwar sehr, sehr viel Manpower, aber ganz schlechte Technik. Zu wenig Womanpower. Ganz wenig Womanpower und Non-Binär-Power. Und deswegen mussten die auch teilmobilisieren, weil die einfach zu wenig Leute haben. Die haben zwar viele Leute, aber halt zu wenig Technik, die funktioniert. Und Kriegstechnik und so weiter. Während die haben zwar viele Leute, aber keine guten. Genau. Willst du das über Russland sagen? Ist so. Und die Ukraine kriegt ja von sämtlichen Seiten irgendwie ganz viel Material und Waffen und Abwehrsysteme. Und ich meine, hallo Putin, wenn es echt nun... Echt hallo nur, Putin. Wenn du das nehme ich als Intro. Wenn du zuhörst. Hallo Putin. Wenn du zuhörst, und ich weiß, das tust du, wenn es echt nur eine militärische Invasion ist, ja, eine kleine Spezialoperation, warum dann teilmobilisieren? Also warum? Sind denn die richtig Guten schon weg? Oder also vielleicht müsste er stattdessen Thai mobilisieren und krasse Kampfsportler aus Thailand anheuern. Das ist gut, wir machen eine Thai-Mobilisierung. Ja. Ja. Das wäre gut. Was geht in Thailand was, damit ich das als Überschrift nehmen kann? Nee, ne? Glaube ich nicht. Toll, weißt du wieder nicht, was in Thailand los ist. Ich dachte doch, irgendwas mit der Ehe für alle oder so gab es auch in Thailand. Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch. Ich gehe mal Thailand bei Google ein und gehe zu News. Okay. Wollt ihr wissen, was eine gute Manpower hat? Das Oktoberfest. Oh, stimmt. Oh. Stimmt, ist ja auch gerade. Naja, ja, ich habe gehört, KIZ haben da drüber gesungen. Aber ja, es ist immer noch, es gibt Kotze und es gibt Pisse und... Und es gibt auch Kotze in der U-Bahn. Bitte unterlasst das, alle, die das... Und in Briefkästen. Also die kleben alles Mögliche zu und... Ich habe auch ein Video gesehen, jemand meinte, wo hingekotzt werden kann, wird hingekotzt. Das ist schon witzig. Also es gibt ja solche Hooli-Festivals und so, wo du halt überall Farben rumschmeißt. Ja. Wenn man sich das wirklich so als Ziel nimmt, ey, dieses Jahr Oktoberfest, wir kotzen einfach mal alles voll, die ganze Stadt. So ganz gezielt. Mhm. Jeden Tag, ja. Ja. Das wäre schon witzig. Es wurden ja sogar extra Briefkästen abgebaut, dass sie sich da reinkotzen können. Da bekommt das Oktoberfest kotzt mich an, eine ganz neue Bedeutung. Ja. Echt, das die deutsche Leitkultur. Kotztoberfest. Deutsche Leitkultur. Für die Vollständigkeit, in Thailand gab es wohl einen Tropensturm, Noru. Oh, das ist schlecht. Und der hat ganz viel zerstört in Thailand. Der Tropensturm war so stark, dass der sogar bis nach Florida gekommen ist.
Genau. Nur, dass der da plötzlich Ian hieß, dieser Hurricane. Und man darf ab heute auch nach Thailand einreisen, ohne Impfung und ohne Test. Ach so. Ey, unser ganzes Land ist zerstört. Kommt mal bitte schnell her und gebt uns euer Touristengeld. Ja, also in Miami und in, ich glaube, Miami war es gar nicht so hart, aber in Florida gab es einiges an Hochwasser, Überflutung, das Übliche halt. Und unter anderem habe ich auch so ein Bild gesehen von so einem, ich kenne mich da nicht aus, so ein super krasses Auto. Punkt. So ein gelbes. Es war kein Porsche, Lamborghini, irgend sowas. Und es war so eine Sorte, die es nur 365 Mal gibt. Die wurden nur so oft hergestellt. Und der war halt komplett unter Wasser. Ist halt wahrscheinlich Salzwasser. Wahrscheinlich kann man da nicht mehr ganz so viel rausholen. Wahrscheinlich nicht. Leichte Senkung im Wert, sag ich mal. War anscheinend doch nicht so toll. Nee. Die Person, die das sich gekauft hat, hat den auch erst 10 Tage gehabt. Richtig gut. Also das ist schlecht. Wenn man so ein teures Auto hat, vielleicht sollte man das irgendwie dann in eine Garage stellen oder sowas. Jetzt mal kontroverse Idee. Man kann ja zeigen, was man hat. Ja, stimmt. Es sind heute hier Themen Schlag auf Schlag. Ihr merkt, es ist alles ein bisschen beschleunigter. Es reicht doch einfach langsam. Es reicht doch mal, ne? Ja. Heute ist mal eine Mini-Ausgabe für euch. Nee, aber ich hab noch was. Hast du noch was? Okay. Ja, in Italien ist nämlich so eine Frau, die sehr Mussolini-nah ist. Also die rechteste Regierung seit Mussolini ist jetzt quasi in Italien gewählt worden. Hervorragend. Der Lichtblick ist, Regierungen in Italien reichen in der Regel nicht so lange. Also in 1-2 Jahren wird die vielleicht auch wieder abgewählt. Hoffentlich. Oder gestürzt oder zerbricht. Exekutiert oder. Das hast du jetzt gesagt. Nee, weil ja auch die drei Parteien sich nicht einig sind in vielen Themen. Von den drei rechten Parteien, die jetzt koalieren, ist ja eine wenigstens eine Anti-Putin und zwei pro-Putin. Da ist schon halt ein riesiges Gefälle. Und die einen sind auch eher so liberal, während die anderen wiederum sehr rechts sind und nationalistisch. Also sie sind sich in vielen Sachen nicht einig und es kann sein, dass sie ihn auch zerbrechen nach einem halben Jahr. Sagen gewisse Prognosen. Ich bin ja pro-Putin, denn ich finde, der ist ein Arsch. Hat er guten Arsch? Nee, er ist ein Arsch. Ach so, er ist ein Arsch. Aber so wie trainiert, wie der ist? Also, obwohl der ist gar nicht mehr so, ne? Ja, und wusstest du, dass der auf hochhackigen Schuhen läuft? Das wusste ich mir auch nicht. Der hat halt also hochhackige Schuhe, aber so, dass du es nicht siehst. Also der Schuh ist quasi so geformt. Damit er größer wird. Genau, der ist ja so schon sehr klein. Mhm. Mit den Schuhen wirkt er halt so 10, 15 Zentimeter höher. Voll schwul. Und ich habe jetzt so ein paar Videos gesehen, wo man halt so hier total komische Knicke im Bein sieht, wo halt eigentlich kein Knick sein sollte. Sehr witzig. Gab es jetzt... Peinlich. Ich weiß nicht, ob es das war. Also es gab ein Foto, wie der so... Genau, der hat ja diese Rede gehalten jetzt. Laber, laber, lasst uns in Ruhe, wir machen unser Ding, aber wir kommen in Frieden. Und da hat er halt mit so ein paar anderen Russen gestanden und war alle schon einen Kopf kleiner als die. Und auf dem Bild erkennst du schon diese komischen Schuhe. Und darunter habe ich dann halt ein Video gesehen, wie er irgend so einem fucking Riesen, Alter, so einen Orden anhängt. Und der ist einfach 5 Köpfe größer als der. Richtig geil. Dann bräuchte er echt so Flugblätter, die man in Russland verteilt, so von wegen Putin trägt High Heels. Ja. Weg mit dem. Oder er ist einfach ein Reptilienmensch, ein Reptiloid und hat deshalb so komische Beine. Das kann auch sein. So knicken. Ja, ansonsten fand ich noch ganz witzig CQC, von dem hatte ich ja erzählt. Alter, CQC, ich sag's jedes Mal wieder, Alter. CQC ist halt Close Quarter Combat von Metal Gear Solid. XQC, einer der größten Streamer auf ganz Twitch, so. Der ist halt zu seinem eigenen Event nicht gekommen. Das finde ich einfach ein bisschen witzig. Wie MCM, oder? Ja, wie MCM, Alter. Das wurde ja jetzt geklärt mit dem hier Rohrreiniger. Mhm. Das ist halt kein Ausländer, der irgendwas vergiftet hat. So, und jetzt sagt MCM aber, er ist krank, er kann nicht hin. Ach so. Ja. Also schade. Mupa ohne ihn. Denke ich auch nicht mehr hin. Ich lasse nicht mehr meinen Mupa. Ja. Ich kann nicht mehr hin. Ich habe echt irgendwie gerade er hat ein Problem mit mir. Wir haben ja diesen Podcast gemacht, falls ihr es mitbekommen habt. Wir haben so über erzählt, Liebe und Sex geredet. Und ich fand das auch echt entspannend. Der Podcast. Genau. Und ich habe hinterher auch von 1-2 Leuten gehört, dass sie es echt gut fanden, dass ich ihn ernst genommen habe und ihn jetzt nicht nochmal irgendwie extra einen reingewirkt habe oder ihn irgendwie bloßgestellt oder so. Mhm. Macht er selber schon. Und dann schreibt er mir hinterher, ist voll scheiße, ich mache jetzt mein eigenes Ding, lasst mich in Ruhe. Und dann habe ich gefragt, hä, was war denn jetzt dein Problem? Sag mir mal ein Beispiel, da kam dann halt nichts. Also ich weiß nicht, was es war, irgendwas hat ihm nicht gefallen von diesem... wundervollen. Das dauert auch nicht Podcast. Lange, der wird auch in ein paar Tagen wieder sagen, Robin, lass mal was zusammen machen. Ja, würde ich mich freuen.
Das kam jetzt sehr ehrlich rüber. Hä? Ihr habt... Würde mich sehr freuen. Nein. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst bei diesem Gespräch. Ich habe wirklich versucht, es ernst zu nehmen. Aber wenn er dann in dem Gespräch halt sagt, dass er irgendwie seine damals 16-Jährige in der Garage von seiner Mutter in Jungfurt hat. Ja, also... Da bin ich auch sehr stolz drauf. Dann kann man ja zumindest mal die Augenbrauen heben bei so einer Information. Also. Da schlackern die Ohren. Ja. Na gut, Musik. Ja, Spotify-Playlist. Wir haben ja eine Playlist Brennholz unter Musik auf Spotify. Es dürfen alle in der Runde sich einen Song wünschen, der in die Playlist kommt. Wir fangen ganz links an. Außer du brauchst noch kurz. Oktoberfest, Song von Geizit. Mann, ey. Wolltest du das echt nehmen? Achso, was sind denn die Kriterien? Ist alles okay, alles okay. Es ist alles erlaubt, es ist die abgefuckteste Playlist aller Zeiten. Ich hätte das jetzt so genommen. Echt, ja? Na gut. Nice, KIZ. Aber es gibt natürlich bessere Lieder, aber ich finde, das passt einfach. Passt auch gerade zur aktuellen Stimmung und so zum Oktoberfest. Auch die Flippers haben ja auch ihren 40 Jahre die Flippers Song auf Oktoberfest nochmal geremixed. Auch ein guter Mix. Die Flippers. Beste, was es gibt. Die Ärzte des Schlagers. Aber hatten wir jetzt schon Gigi Allen drin? Muss ich mal kurz zwischenfragen. Ich kann mal nachgucken, Brennholz. Weil Gigi Allen geht halt immer, ne? Ansonsten musst du mir wieder ein Genre sagen. Kann man da suchen? Ja, dann nehme ich was anderes. Mach dir keine Aufstände hier. Umstände. Ich kann doch kein Suchen hier. Gigi ist nicht drin. Na gut, dann müssen wir mal Gigi Allen da reinpacken. Davor gerne. Das war die beste Playlist aller Zeiten. Da ist einfach... Für jeden, das ist der, ja, stimmt. Ja. Ja, ich wünsche mir Kill the Children, Save the Food. Sehr apokalyptisch. Kill the Children, Save the Food von Gigi Allen, warum nicht? Einfach nur stark. Neben KIZ. Mio, hast du auch einen Song? Sag du erstmal. Ich habe ja versprochen Coolio. Damit jetzt haben wir haben jetzt gar nichts von Shakira vielleicht. Ja, dann nehme ich einen. Stimmt. Und zwar, das Paradise ist ja schon, kennen ja alle. Wir nehmen jetzt mal hier... See you when you get there. See you when you get there. Das kennt ja auch wirklich jeder, oder? Oh, das ist ja auch so richtig kreativ geschrieben mit mit C-U. Ja. Wow. Das und passt ja auch, weil er ist jetzt da oben. Genau. Und, ne? Und ich will ja auch, dass seine Erben jetzt nochmal ein bisschen Geld verdienen für seine Beerdigung. Deswegen hört den Song ein paar Mal an. Und Mio, was von Shakira? No. Shakira, mal gucken, was alles so für Songs hat. Nee, Waka Waka schon, also. Echt? Ja, voll. Ich mag Waka Waka auch. Ich liebe das auch, wie die in dem Musikvideo tanzen. Also wir mussten dazu in der Grundschule tanzen, zu unserem Abschlussfest. Samina, Mina, Wodka, Wodka, Also ich meine, wir haben uns in Gruppen aufgeteilt. Ich habe zu Elektrisches Gefühl von Juli getanzt. Oha. Aber... Die coolere Gruppe hat zu Waka Waka getanzt. Wir mussten damals in Sport auch so einen Song ausrufen, dazu dann so Übungen machen, vor allem. Und alle so übelst coole Musik und ich von der Gerd schon, Steuersong. ich die Steuern. Stark. Kam wunderbar an. Wurde kritisiert von meiner Lehrerin, aber es war ja meine freie Entscheidung. Also Kai, zeigt Oktoberfest mit Menas Moos noch dazu. Ach, mit denen bin ich letztens Bahn gefahren. Direkt neben dem, ausgestiegen. Das ist cool. Schön. Cool, ja. Kill the Children, Save the Food von Gigi Allen. See You When You Get There von Coolio und 40. Also ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht nicht, aber ein paar Zuhörer weiß ich safe, die sind gerade sehr neidisch auf dich. Mhm. Weil du diese sehr tolle, fragwürdige Band getroffen hast. Aber fand ich auch sehr gut, dass sie Bahn fahren. Sehr vorbildlich. Auf jeden Fall. Robert Huback ist auch sehr stolz. Ich fahre auch Bahn. Ich bin auch auf dem Boden geblieben. Sehr gut. Ja. Und Waka Waka von Shakira. Viel Spaß beim Hören. Das war's für heute. Wir machen heute eine echt kurze Ausgabe, damit Robin seine Stimme holen kann. Ja, und die Musik kommt halt auch einfach früher. Man kann sich gar nicht dagegen wehren. Wenn die Musik lauter wird, ist halt vorbei, ne? Das war halt die Musikvorhersage. Wir wussten, dass sie heute ein bisschen früher kommt. Da haben wir gesagt, gut, machen wir heute eine kurze Ausgabe. Dafür zu viert mit zwei tollen Gästen. Und ihr habt alles, was ihr braucht, habt ihr jetzt gehört. Jonas, Luisa, aufstehen langsam. Ich weiß, dass ihr den Podcast immer jeden Morgen hört zum Sonntag. Wir machen dafür das nächste Mal wieder länger. Aber wir haben auch die letzten Folgen immer so 1:10, 1:15 gemacht. Hier ist übrigens Robert Huback. Ich liebe es. Das ist für euch alle gerade lustig. Und das ist Röber Hübeck. Ja, also großartig. Gut, die Musik, ihr hört es eh schon nicht mehr. Achso, nee, warte mal, machen wir die Musik wieder aus. Wir haben ja noch so einen Gag. Also, weil der Podcast jetzt ein bisschen kürzer war, haben wir gedacht, so das letzte Drittel, die letzte Hälfte. Wir haben ja, Marlene macht Gebärdensprache, das kann die sehr gut.
Und für die Leute, wir wollen ja einen inklusiven Podcast haben, für die Leute, die die gehörlos sind, die müssen ja quasi Marlins Hände jetzt hier zur Verfügung gestellt bekommen. Und deswegen schaltet ab, wenn ihr hören könnt. Schaltet ein. Wir wiederholen den Podcast nochmal jetzt in Gebärdensprache. Genau, Marlin und go.
Thank you.
das loop ich dann einfach und dann kommen wir auf die Stunde. Das ist einfach mal wichtig. Ja. Ich bin auch bereit, ne? Nee, es gibt einmal hier Salz und Zucker und dann noch... Ach, wir haben die Woche gar nicht bewertet. Stimmt. Scheiße, also jetzt ist übrigens eine Stunde rum. Was geben wir der Woche? Also ich muss sagen, für den Anschlag auf die Pipeline gibt es schon was Hohes. Ja. Eine 8 vielleicht? Ja, 8 wird wahrscheinlich... Aber Oktoberfest ist scheiße. Ja, 7,5 vielleicht. Ja. Ich fand es nicht so stark, ich gebe eine 5. Eine 5, ja, der Anschlag. Waren nicht so meine Themen. Dann gehen wir auf 7 ins Lachen-Dorsch-Kriterium. Ja, ja. Okay, 7. Tschüss. Oh, die Musik zu laut.